feuerfrei. Mrs. Harris, was würde ich nur ohne Sie tun? Mrs. Harris ist die Mutter der Diskretion. Man würde nicht merken, dass sie da war, wenn mein Haar nicht so poliert. Weißt du, was wir sind, Vi? Wir sind die Unsichtbaren. Kiss me once, kiss me twice, and kiss me once again. Ist es nicht göttlich? 500 Pfund. 500 Pfund für ein Kleid? Wenn ich es anziehe, ist alles egal. Mein Eddie würde mich so gern in einem Dior-Kleid sehen. Der Krieg ist mittlerweile schon so lange vorbei. Denn Eddie kommt nicht mehr zurück. Du darfst ruhig träumen, Ada. Denn das bist du. Eine Träumerin. Sie hatten eine Kriegswitwenrente bekommen müssen. Da kam ganz schön was zusammen. Das war mein Eddie. Das ist ein Zeichen. Er ist mein Engel. Was machst du denn jetzt? Ich kaufe mir ein Kleid. Von Christian Dior aus Paris. Paris. Nice départ, nice navire. Verzeihung, ich möchte ein Kleid. Eins von den 500-Pfund-Kleidern. Sie haben sich in der Adresse geirrt. Bitte, ich begleite Sie hinaus. Nein, jetzt warten Sie doch. Ich habe jeden Penny gespart, Böden geschrubbt, damit ich das Geld kaufen kann. Entschuldigen Sie, es wäre mir eine Ehre, wenn Sie sich die Kollektion ansehen, als mein Gast. Ni tout cela, ni rien au monde. Oh, wunderschön. Ein Kleid von Dior ist gemacht, um zu erstaunen. Wie wollen Sie das schaffen, Mrs. Harris? Sie sind niemand, unsichtbar. Madame, darf ich Sie mitnehmen? Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich bin doch nur eine Putzfrau aus London. Sie sind eine Putzfrau, die vom schönsten Kleid der Welt träumt. Das ist kein Nähen. Sie holen den Himmel auf die Erde. Sie trauen sich, Ihren Träumen zu folgen, Mrs. Harris. Bravo. Das ist unmöglich. Ganz und gar. Wo gehen Sie hin, Mrs. Harris? Ich gehe zum Chef. Mrs. Harris, die sind für Sie. Von Monsieur le Marquis. Ich war selbst lange allein und wollte nichts mehr vom Leben wissen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist Ihre Chance. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen. Kommt, Mädchen, alle mir nach! Die Frau von heute ist anders. Sie ist modern. Ich dachte, dafür wäre es zu spät. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wer ist dieser Mann? Das ist der Meister persönlich, Monsieur Dior. Der sieht aus wie mein Milchmann.